Moin Moin, herzlich willkommen zum nächsten Let's Test mit mir, dem Frederiks. Wir schauen uns heute einmal Mini-Metro an, welches unter anderem auf Metacritic eine Bewertung von 77 Punkten bekommen hat. Außerdem auf Steam eine insgesamte Bewertung von äußerst positiv. Das Spiel ist ein Einzelplayer-Spiel und ich habe da wie immer nicht reingeschaut vorher. Ich lasse mich auch komplett wie ihr überraschen, wie das Spiel sein wird. Und wir starten hier auch direkt im Metro. Im Intro, so. Aha. Man kriegt immer gesagt, was man bauen soll, oder was? Langkreis. So, was gibt's hier noch? Du willst nochmal zum Viereck? Du willst auch zum Viereck? Ach schon. Hä? Du willst zum Dreieck? Haben wir auch schon? Die Verbindung haben wir noch nicht. Was geht hier ab? Man verbindet hier alles Mögliche. Mehr geht nicht. Bin verwirrt. Kann ich jetzt hier irgendwie doch rüber? Blau wieder löschen. Ah ja, perfekt. Dann kann die wieder aufheben. Machen wir die zum Dreieck. Die zum Dreieck. Du hast eine Logik, neue Lok für deine Metro erhalten. Eine neue Lok. Du hast eine Erweiterung für deine Metro erhalten. Tunnel, yay. Entschuldigung. Wir müssen ihn nochmal aufheben hier. Du willst dahin. Du willst dahin. Also man kann keine harten Kurven fahren. Man kann die darauf packen, okay. Da hinten können wir noch hin. Und können hier noch hin. Wir wollen hier von hier aus zum Viereck. Und das bringt ja nichts. Die kann man auch wieder nehmen. Ah, jetzt verstehe ich das. Dann nehmen wir den einfach und bringen den damit hin. Ah, jetzt ja. Langsam. Du möchtest zum Viereck. Wir wollen mit dem irgendwie zum Viereck. Kann ich hier eine irgendwie wieder. Warte. Den blauen da hinten hin. Jetzt haben wir doch einen schönen Kreis. Was ist das Zielwort? Ich habe keine Ahnung. Achso, wir haben keine Tunnel mehr. Dann musst du den anbinden. Schiene. Da kommen wir leider nicht mehr rüber. Eine neue Lok.
Neue Bahnlinie. Ah, okay. Die Bahnlinie geht's da lang. Bahnlinie. Ah, okay, man baut also quasi komplett Bahnlinie, muss die effektiver machen. Oh, oh, da kommt schon einer. Er ist da. So, du bist voll. Das wird wohl nichts. Kannst du da rüber? Nee, du brauchst eine extra Linie dann. Die blaue ist eigentlich überfordert. Aber dich damit ran, dich damit ran, dich damit ran. Nimm die rote von da oben mal weg. Nimm die blaue hier auch weg. Und bauen die rote hier rüber. Hier lang, die blaue geht da lang und die gelbe bildet hier einen Kreis. Und dann haben wir eine perfekte Verbindung. Ups. Achso, dann kommt zurück. Fortsetzen, wann gewinnt man denn? So eine Quest oder so? Ich hab den Ton jetzt mal ausgemacht. Um ein wenig mit euch über das Spiel zu schnacken. Darüber. Nein. Dahin, dahin, dahin. Und du wieder dahin. So. Eine neue Lok, einen neuen Waggon. Wir haben hier sehr viele Passagiere. Und hier brauchen wir eine zweite Linie. Du könntest theoretisch einfach auch nochmal hier ein mehr gehen. Hallo? Oh. Ja, im ersten Sinne ein sehr übersichtliches Spiel. Ich habe aber noch nicht rausgefunden, was man hier machen kann. Wir gehen daher mal zurück zum Menü. Minimetro ist jetzt erhältlich für Handy und Tablet. Okay. Wir schauen uns dann jetzt wahrscheinlich die erste Quest an. London. Bestleistung 0, gespielte Minuten 0. Und gibt's Ranglisten. Okay. Dann spielen. Und hier machen wir auch mal kurz das Audio wieder an. Gut, man startet hier also immer mit. Aktuell haben wir nur eine Linie, das sollte kein Problem sein. Dann halten wir erstmal so, dass wir immer nur so drei Stück drauf haben. Also immer drei Punkte quasi mit einer Linie verbunden haben. Dahin und dahin. Wir sind so drin, Angelpunkt erstmal. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, finde ich. Man hat erstmal so einen kleinen Einblick und dann, wenn es größer wird, zoomt es ein Stück raus. Das hat auch so ein schönes Feeling, dass man, wenn man die Level startet, quasi immer auf dem Screen bleibt.
den da hin. Im Endeffekt braucht man hier keine Verbindung mehr machen, weil die sorgen dafür. Gut, wir haben noch keine weitere Lok. Achso, man kann das auch sperren. Okay, interessant. Tunnel haben wir auch noch. Gut. Und ich nehme dich mal dahin. Dich dorthin. Ja, es gibt dann zusätzlich natürlich Steam-Errungenschaften, wie bei vielen Spielen. 28 Stück sind hier gelistet. Das Spiel kam am 6. November 2015 raus. Das ist ein Strategiespiel. Auf dieser Linie wird gerade ein bisschen mehr gebraucht, aber das passiert. Das passt alles gut. Ein Indie-Spiel, Einzelplayer habe ich schon gesagt. Und jetzt wollen wir alle hier weiterfahren lassen. 1, 2, 3, 4, 5 bieten die blaue. Eine neue Lok. Neue Bahnlinie brauchen wir erstmal. Tunnel haben wir noch 3. War ich gerade. Komm, wir packen dich erstmal auf die rote Linie. Genau, der Spielstand wird wahrscheinlich in der Cloud wieder gespeichert. Ist für 9,99 € auf Steam erhältlich. Oh, da haben wir auch schon den ersten. Dann nehmen wir dich hier mal weg und legen dich hier rüber. Hier hätten wir nämlich einen Block. Die machen wir noch bis hier. Dadurch werde ich auch jetzt nur noch bis. Hey! Wer bist denn du? Neue Bahnlinie, ne? Das war ja kein Problem. Die haben wir uns ja gerade eben geholt. Und ich möchte ganz gerne ein bisschen weniger. Genau. Richtig. Die Sprachen sind. Oh, da ist einer dazugekommen. Dich binden wir hier mal an. Zack. Zack. Sprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch und 20 weitere, also die üblichen, die man braucht. Ja, das Spiel, seht ihr ja selber, ist ja entspannt. Man kann ja alles zusammenbauen. Man muss sich gucken, dass man irgendwie diese ganzen Leutchen von A nach B bekommt. Sehe ich gerade, dass hier noch einer dazugekommen ist. Ich habe ja absolut keinen Plan von logischer Schienenführung. Daher sag ich jetzt mal, nehmen wir mal. Achso, mir fehlt eine Lok. Oder wie? Kann ich dich mal haben und dich darauf setzen? Das ist irgendwie dupp, dupp. Du machst noch den dann. Dann geht der blaue nämlich da oben lang. Der gelbe bis dahin. Oh, die gelbe hat sich aufgelöst. Rot bis. Na! Da. Okay. Umstiegsbahnhof erhöht die Kapazität und Umstiegsgeschwindigkeit einer Station. Bahnlinie. Den nehmen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier ein bisschen gelb einführen. Den hier verlängern. Dadurch kürzen wir den hier. Und machen dafür den roten nach da länger. Habe ich noch irgendwie was? Eine neue Lok. Und einen Umstiegsbahnhof. Zack. Das passt schon mal. Die gelbe Linie verlängern wir mal. Oh. Muss da noch hin? Haben wir noch einen Tunnel? Ja, wir haben noch einen Tunnel. Perfekt. Daher werden wir den roten jetzt umlegen und hier rüberlegen. Da überschneiden die sich, hier überschneiden die sich. Oh, da oben ist einer zugekommen. Kriegen wir dich jetzt hin? Da bitte hin, da hin und wieder daran. Dafür machen wir dich jetzt kürzer und verlängern wir dich. Ja, perfekt. Dann wird noch ein Tunnel.
Keine Bahnlinie mehr. Also, hier muss man echt überlegen, was man so macht. Haben auf der roten Linie auf jeden Fall ein paar mehr. Können wir dich erstmal damit rübersetzen? Das ist aber erstmal nichts. Das Schöne ist, man kann alles wieder auf- und abbauen, dann neu strukturieren, neu planen, wie den Punkteaugen zum Beispiel einbinden. Oh, verdammt. Die Linie, gelb ist relativ kurz, dann verlängern wir dich jetzt mal. Okay. Achso, manche haben sich aufgelöst. Die rote verlängert sich nach da. Wir haben ja auch nichts mehr. Neue Lok. Bahnlinie brauchen wir. Ich hätte ganz gerne nochmal eine Direktbahnlinie so. In die Richtung. Dann könnte man den nämlich nochmal verbinden. Dich lassen wir hier. Dreh- und Angelpunkt quasi. Und dann sitzen wir noch. Ich habe gar keinen Lok mehr, okay. Nee. Ah, da. Und du bist jetzt auch zukünftig. Da, da, da. Gut. Was gibt's hier? Boah, sind hier viele. Ah, okay. Auf der Route ist ganz gut was los. Rot hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die Blaue kommt so schnell hinterher. Oh, wir haben jetzt 8. Dann demontieren wir die Rote in der Richtung mal. Legen die da hinten ran. Achso, scheiße, den müssen wir mitnehmen. Verdammt. So, so. Nee. So, so, so. Nein. Dahin, dahin, dahin. Dorthin. Langsam müsst ihr aber hier ganz schön gemein. Kann der blaue hier vielleicht da und dann darüber? Dann können wir uns nämlich den roten hier sparen. Binden den nochmal. Neue Lok, das ist schon mal cool. Umstiegsbahnhof. Die Lok schmeißen wir da hinten rauf. Und wir bauen einen neuen Umstiegsbahnhof hier. Heißt, da muss jetzt alles irgendwie hin. Bup, 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 bup. Du musst. Gar nicht so einfach. Bup, und die gelbe Linie. Jetzt hier rüber. Hier hin, dorthin. Dann kann nicht mehr zurück. Dann nicht da. Ach, wieso? So, so. Oha. Kann ich mal die Musik mal wieder machen? Wobei ich an sich eigentlich. Gerne Hintergrundmusik ausgelassen hätte. Aber wir lassen die auch mal. Ja, genießt das Spiel ein bisschen. Ich baue noch ein bisschen weiter. Und werde dann gleich noch mal ein bisschen was versuchen zu erklären. Dahin, dahin, dahin.
Ja, das Ganze ist auf jeden Fall langsam ganz schön fordernd. Der neue Lok. Waggon ist viel wert. So, den hätten wir. Was sind die Leute schon mit? Hä? Will er den oder was? Okay, ich fahr zurück. Die wollen auch gut werden. Passt rein? Jo, es passt rein. Ja, ich muss wegen die Musik auch doch rauslassen. Dann haben wir jetzt hier nochmal was geändert. Hier ist schon Stau. Der blauen Linie. Ich möchte die blaue Linie mal hier demontieren. Die blauen bringen bis dahin. Nehmen den mit und dann so. Und dann muss die grüne Linie diese Tour machen. Das sind schon zwei Züge. Verstehe ich nicht. Und was passiert, wenn jetzt der Kreis voll ist? Habe ich dann verloren? Ach, dann fallen welche raus. Und ja, Ende. Also man darf auf keinen Fall hier diese schwarzen Kreise vollgehen lassen, ansonsten ist man raus. Im Endlosspiel fortsetzen? Nein, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen zum Menü. Schauen wir mal. Wir haben 695 Leute in 13 Minuten transportiert. Nach Paris, New York, Berlin, Melbourne. Was für Modus hat man noch? Standard, Endlos, Extrem, Verhinder. Überfüllte Station, okay. Bahnlinien können nicht geändert werden. What? Okay, heißt einmal geplant, immer geplant. Gut zu wissen. Also die ganze Haptik finde ich persönlich sehr ansprechend. Und wir spielen jetzt nochmal New York. Ja, dann. Relativ einfach. Wir haben noch zwei Züge. Noch hier. Kreisverkehr legen. So. Haben wir Kreisverkehr. Und in die Richtung können wir wieder raus. Das ist gut. Überhaupt kein Problem. Na, wir sollten doch vielleicht ein bisschen reduzieren. Rote Linie hier rüber machen. So, der 3. Jetzt holt er sich die noch. Die beiden holen sich den. Ein bisschen teures Spiel mit zwei Booten rüber, okay. Und. Schade eigentlich, dass man den
die Musik nicht separat zu dem Bioton ausschalten kann. Dabei muss man ja ein bisschen Urheberrecht schützen und so. Das kann man ja nicht alles nutzen. Ich werde mal schauen, dass die nächsten Aufnahmen so separat Musik habe. Dann legen wir mal grün jetzt um und legen den hier rüber. 4, 3 und 3. Rücken dazu holen, Wirkung dazu holen. Zwei Brücken oder ein Waggon? Schwierige Frage. Ich nehme dieses Mal, da wir noch ein paar mehr Linien brauchen, ich will erstmal Brücken. Der Waggon geht ja noch. Der ist bis jetzt sehr zentral gelegen, dann können wir den als Umstiegsbahnhof nehmen. Hier können wir notfalls auch noch tricksen. Man kann hier unten auf jeden Fall anscheinend steuern, ob man außen einklappen kann. Der führt noch weiter in die Richtung. Und map, map. Ja, wir machen jetzt mal den und den. Und dann den roten auch nochmal in die Richtung. Da laufen grün und rot zusammen. Ich bin gespannt, ob wir noch eine Linie zu bekommen. Haben wir für noch eine Lok? Wir müssten doch eigentlich. Ne, wir haben auf jeden Fall nichts mehr, was hier angeht. Wir legen die mal hier auf die rote Linie. Die Lilane wird nochmal länger gezogen. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5, alles 5er Längen. Kriegen wir dich jetzt mit? Direkt abgesahnt. Steht der jetzt so gezielt still? Achso. Können ja mit Sicherheit hier mal wieder Turbogas geben. Okay. Legen wir dem um. Neue Lok, Bahnlinie, Waggon. Wollen wir nochmal mehr Linien, einfach mehr Leute transportieren können? Nehmen wir mal einen Waggon. Heißt, dann legen wir hierauf ein und hängen da noch einen Waggon hinten dran. Ist die grüne schon mal recht gut ausgelegt. Dann haben wir nämlich jetzt hier auch direkt den Fall, wo wir dann umzweigen müssen. Können wir den nämlich auch hier demontieren und. Ne. Da wieder ran, dahin, du zurück und dafür dahin. Immer wieder einen Umstiegsbahnhof schaffen. Die Lilan hat irgendwie mehr zu tun. Ja, machen wir wieder normal schnelle Geschwindigkeit. Du musst halt noch ran. Ah, ich brauche Umstiegsbahnhof. Wie wäre es, den mitzunehmen? Nein! Leute, holt die ab. Die auch abholen. Junge, die. Ganz so richtig stressig hier. Den, den. Auch doof. Muss man so machen. Okay. Das wird knapp. Das wird ein ganz knappes Spielchen. Bahnlinie.
Wenn du hier nicht mehr fährst, dann fährst du jetzt hier drauf weiter. Da sind wir damit übergangen. Wieder zurück. Muss auf jeden Fall übernetzen und sowas. Das hier auseinanderbauen. Da. Nee. Da, da, da. Nochmal da verbinden. Vielleicht nicht da, sondern da. Weiß ich nicht. Uiuiui. Eine Brücke haben wir noch. War auch Unterschied. Gut. Auf jeden Fall, das Ganze ist echt strategisch ausgelegt. Man muss gucken, welche wo, wie ungefähr angebunden sind und wie fahren würden. Brauchen wir einfach noch mehr Bahnlinien. Hier brauchen wir eine Bahnlinie, da eine Bahnlinie, da eine Bahnlinie. Eine, die quer durchgeht, würde ich sagen. Daher demontieren wir jetzt mal das hier. Schaffen dafür hier Abhilfe. Die grüne wird jetzt die, die dazu durchgeht. Geht dort oben rüber. Die geht bis da bitte. Die pinke macht den ganzen Kram. Die rote muss. Meh. Nee, nicht so. Danke. Das wäre natürlich auch schlauer geplant, wenn man. So, ne. Da, 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 da. Wo ist mein zweiter Waggon? Hier bin ich gleich verloren. Waggon. Noch eine Lok. Noch ein Waggon. Uiuiui. Ich habe bereits das Chaos hier. Ich habe keine Ahnung, wie ich die fahren lassen soll, die ganzen Züge. Oder oben ist auch noch ein neuer Bahnhof entstanden. Da ist so hin. Grüne Linie da lang gehen. Die Ledernetze legen wir mal wieder. Du bekommst noch einen neuen Waggon hinten dran. Du fährst jetzt hier mit. Mit dem Beisteigen. Das war's. Ja, nee, das wird nichts. Wir haben vorbei. Wir haben versagt. Katsching, Ende. Wegen Überfüllung einer dieser Stationen musste der Betrieb eingestellt werden. 455 Gäste fuhren mit einer Metro innerhalb von 32 Tagen. Ja, zurück zum Menü. Das Spiel ist damit, denke ich mal, auch schon, ja, übersichtlich begutachtet. Man muss auf jeden Fall sich quasi Gedanken machen, wie man welche Linie verbindet, dass man möglichst effizient bleibt. Das ist uns oder mir nicht so gut gelungen. Ich weiß nicht, was man machen muss, um die freizuschalten. Bedingungen, befördere 200 Leute in Berlin. Ah ja, und dann hier wahrscheinlich 300 Gäste in Melbourne. Ja, siehst du. Heißt, wir müssen jetzt hier ein paar Leute bedienen. Aber das schauen wir uns dann vielleicht in einem Stream an oder vielleicht bringe ich noch mal ein paar Let's Plays von diesem hier, ein paar Einblicke in das Spiel. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich über Kommentare zu dem Spiel, zu mir, wie ich das verbessern kann, die Let's Tests freuen und danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.